Hola mis amigos, ¿qué tal? Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen YouTube-Folge. Schön, dass ihr eingeschaltet habt aus Spanien. Heute wird es einen kleinen Vlog geben. Ich werde euch mit durch meinen Tag nehmen und wir stehen hier schon in der Küche. Ich habe eben gerade das Frühstück zubereitet und ich würde sagen, wir gehen hoch und währenddessen zeige ich euch mal ganz kurz einmal das Ferienhaus, in dem wir sind. Und was wir nicht vergessen dürfen, draußen scheint die Sonne, von daher wechseln wir gleich mal die Brille. Das hier ist jetzt der Eingangsbereich mit Fernseher, das Sofa und ein Schwenk nach links. Hier ist die Küche und jetzt gehen wir mal die Treppe hoch. Auf der ersten Etage gibt es ein kleines Schlafzimmer und dann kommt ein Schwenk und hier ist das andere Schlafzimmer. Oh, ich muss euch mal den Ausblick zeigen. Das ist der Ausblick. Der ist richtig, richtig schön. Aber wartet ab, bis ihr den Ausblick von der Terrasse seht. Dann haben wir hier noch das Badezimmer. Ich muss sagen, ich habe heute Morgen richtig gekämpft mit diesem Duschgel und ich werde euch gleich erzählen, auch warum. Ich habe nämlich dieses wunderbare Duschgel genutzt, was hier in der Ferienunterkunft schon vor Ort war. Und da stand ja auch Honig drauf und dachte ich so, ja, es riecht vielleicht nach Honig oder so. Aber ja, richtig gedacht, nur es klebte auch wie Honig. Und das war tatsächlich nicht so geil, weil ich so richtig klebigen Honig in den Haaren hatte und ich habe mich gefragt, wie kann man denn ein Duschgel machen, was in den Haaren dann klebt? Ist doch nicht der Sinn der Sache, oder? Hier gibt es jetzt theoretisch noch ein Schlafzimmer. Da steht auch schon das Frühstück, das muss ich gleich auf die Terrasse räumen. Und jetzt zeige ich euch mal die Terrasse. Ist das nicht herrlich? Wie aus dem Bilderbuch. Richtig, richtig süß und klein. Mit einem traumhaften Ausblick. Also wirklich fantastisch, außer der Blick auf diese Lagerhalle, aber mal nicht so viel meckern, es ist schon echt richtig, richtig schön. Fun Fact, ja, ich habe Birkenstocks an, aber es geht sogar noch eine Etage höher. Dann haben wir hier oben noch eine Terrasse und das ist halt richtig, richtig schön, gerade wenn abends die Sonne untergeht oder so. Dann kann man sich hier, ja, sehr entspannt hinsetzen. So, ich hatte euch versprochen, wir wechseln jetzt mal die Brille und nachdem ja meine letzte Sonnenbrille im Sommerurlaub leider verloren gegangen ist, weil ich in den Wellen war mit der Brille, habe ich mir eine neue Sonnenbrille gekauft und die war auch, ja, ich musste ein bisschen aufs Geld achten, die war deutlich günstiger, weil die letzte, die hat irgendwie über 400 Euro mit Sehstärken und so weiter gekostet. Das ist bei einer Sonnenbrille mit Sehstärken übrigens auch üblich, also dass die etwas teurer sind. Diese hat jetzt, glaube ich, 200 gekostet. Warum sage ich die Preise? Weil immer so viele fragen, ja, Lasse, was kostet das denn und wie viel Geld gibst du aus und so weiter. Das ist die Sonnenbrille. Ich finde sie tatsächlich echt ganz cool, muss ich sagen. Gefällt mir sehr. An der Seite ist sie so ein bisschen golden. Geschmackssache, ne? Aber ich finde sie schön. Und jetzt würde ich sagen, schnabulieren wir mal das Frühstück, oder? Spaßbild! Okay, das mit dem Spaßbild war jetzt ein bisschen komisch, aber wer mir schon länger folgt, der weiß, Spaßbilder sind immer so Insider. Da darf man mal ein bisschen cringe sein. So, jetzt wollte ich euch noch einmal das Frühstück zeigen. Natürlich darf nicht fehlen, zwei Protein-Eiskaffees. Die kamen auch mit in den Flieger, also die Dose dazu. Dann wollen wir uns mal an so einem Ananassaft ausprobieren, was ganz Exotisches. Die Reismilch wollten wir auch mal ausprobieren, also das ist ja keine Milch, aber halt so, ja. Ersatzmilch, Sojamilch, meine Subs liegen da unten und es darf nicht fehlen, Kellogg's Frühstück. Oh, ich will jetzt dafür nicht Werbung machen, das hat eine Hintergrundstory, warum dieses Müsli. Im vorletzten Urlaub waren wir auch auf den Kanaren oder irgendwo im Süden in Spanien und so weiter. Und da haben wir dann mal so richtig billiges Müsli genommen, weil wir gesagt haben, ne, Kellogg's ist ja dann auch ein bisschen teurer, 3,50 oder so. Und da haben wir echt an der falschen Stelle gespart, weil das war so ekelhaft, dieses Müsli. Das war einfach nicht lecker und deswegen haben wir gesagt, nehmen wir jetzt das teurere, das bewährtere. Und jetzt, ja, würde ich sagen, frühstücken wir. Und es ist echt warm, ne? Man könnte sich fast hier oberkörperfrei hinsetzen. Mal schauen, vielleicht. In der Sonne wurde es jetzt ganz schön heiß und von daher haben wir gesagt, wir stellen jetzt hier mal den Sonnenschirm auf und der ist so eine 10 von 10, den muss ich euch unbedingt mal zeigen. So, was sagen wir zu diesem Sonnenschirm? Es ist ein Träumchen, oder? Weiter geht es mit einem Taste-Test. Wir haben so einen Ananassaft gestern gekauft und ich wollte dazu auch ein TikTok-Video drehen. Das heißt, wir machen jetzt einen doppelten Taste-Test, einmal für YouTube und einmal für TikTok. Die sind nicht mehr nass? Nein. Die bleiben so? Ja.
Ganz kurz, wir stellen gerade fest, dass meine Haare absolut glitschig aussehen. Ja, es ist scheiße. Ich habe das ja mit diesem Honig gewaschen, das hatte ich euch ja erzählt, mit diesem Honig-Shampoo. Und die sehen halt so schmierig aus. Kennt ihr diese Typen, die irgendwie Wirtschaftswissenschaften studieren und so geschmierte Haare haben? Schlimm. Hola mis amigos! Wir sind in Spanien und es gibt einen Taste-Test. Sumum de fruta, sumo de pina. Habt ihr schon mal Ananassaft getrunken? Ich tatsächlich noch nie und ich esse sonst auch Ananas eher selten. Von daher, ich habe keine Erwartung. Wir testen den jetzt hier einfach mal aus, hier den Sumo. Schon lecker, oder? ist eine 8 von 10. Es ist echt richtig, richtig warm geworden. Das hat man gar nicht so gedacht, weil im Wetterbericht stand, dass es heute irgendwie so ja, 17, 18, 19, 20 Grad werden soll. Aber ihr seht, es ist echt sehr sonnig, sehr schön warm. Und jetzt geht es tatsächlich los mit meinem Fernstudium. Ich habe gestern im Flugzeug schon ein bisschen was gemacht und ich werde euch dazu jetzt ein, zwei Sachen zeigen. Ich drehe mal kurz die Kamera. Insgesamt habe ich mir 3 Hefte mitgenommen. Mein Fernstudium ist ja so aufgebaut, dass es viel mit Skripten funktionieren wird. Und ich werde mich jetzt mal an die Einführung in die Wirtschaftswissenschaft ranwagen. Wie gesagt, gestern im Flugzeug habe ich auch schon mal ein bisschen fleißig was gelernt, rausgeschrieben und jetzt geht es weiter. Um ehrlich zu sein, wollte ich eigentlich schon vor 2 Stunden damit angefangen haben. Allerdings gab es noch etwas Wichtigeres. Nein, eigentlich ist ja nichts wichtiger als das Fernstudium, aber ich war noch mit Social Media beschäftigt. Ich habe eben gerade fleißig eure Nachrichten auf Insta beantwortet und ein paar Videos geschnitten. Naja, jetzt geht's jedenfalls los mit Wirtschaftswissenschaften und ich habe Lust dazu. Wirklich, ich bin sehr motiviert. Das hätte ich gar nicht gedacht. Am Anfang war ich auch so ein bisschen am Zweifeln, ob es jetzt das Richtige ist mit dem Fernstudium, ob das so eine gute Idee ist. Aber jetzt, ich bin sehr gehypt und freue mich. Für uns geht es jetzt an den Strand. Der Rucksack ist mit dabei. Leider hat die Sonne irgendwie aufgehört zu scheinen. Ist ein bisschen blöd. Es war vom Timing her auch nicht ganz so clever, dass wir am Morgen erstmal in der Unterkunft geblieben sind oder am Vormittag und jetzt am Nachmittag dann zum Strand gehen. Das machen wir mal anders besser und ich würde sagen, jetzt geht's auf zum Strand. Wir sind am Strand angekommen und es ist auch wirklich hier. Aber dieser Sandstrand, der ist echt richtig, richtig schön und ich würde sagen, nicht lang schnacken, sondern ab ins Meer, also jedenfalls mal mit den Füßen, mal gucken, wie kalt oder warm das ist. Jetzt kommt gleich der Test, ob es kalt ist. Scheiße! Oh nein! Nicht so kalt wie mein Eisblatt. Aber schon echt sehr, sehr frisch. Sehr, sehr frisch. Ist es wärmer als dein Eisblatt? Nein. Ja, klar. Logisch. Na klar. Aber der Schlag. Ich würde sagen, es ist wirklich echt frisch und ich glaube, es ist jetzt nicht so ein Wetter, dass es zum Planschen einlädt. Allerdings. Es ist halt auch April und es ist La Palma, die westlichste Insel der Kanaren. Es ist schon echt schön, also vor allem der Sand. Der Sand ist. Ich habe mich ein bisschen in den Sand, glaube ich, verliebt. Mal schauen. Also ich denke schon, dass wir später nochmal reingehen werden. Aber jetzt erstmal Sonnen. Sonnen. Also wir waren jetzt eben gerade im Meer und ich glaube, jetzt ist der perfekte Zeitpunkt wieder in die Unterkunft zu gehen, denn es fängt an zu regnen. Das denkt man gar nicht, aber man darf halt auch nicht vergessen, es ist nach wie vor noch April und nicht irgendwie Hochsommer. Und von daher geht es jetzt schnell wieder zu hinten in die Unterkunft. Und ich hoffe, wir werden nicht nass, weil wenn man sich die Wolken anschaut, dann ist das ganz schön umgezogen. Und jetzt geht es einkaufen zum Supermarkt. Und ich möchte euch gerne mal einen Weg zeigen, den wir gestern mit Koffern gegangen sind, der echt nicht so cool war. Also es geht hier diese Treppen runter. Bis da hinten hin und da gibt es auch noch mal so eine Wendetreppe, die da verläuft. Und ich muss sagen, das so mit Koffern runter zu gehen, beziehungsweise wir sind ja hochgegangen, ist halt jetzt nicht so eine spaßige Angelegenheit. Schon ein bisschen was eingekauft. Uns ist aufgefallen, dass wir kein Abendessen haben für morgen und irgendwie wollen wir das jetzt heute vorplanen. Irgendwie nicht so wichtig, egal. Was ich euch zeigen wollte, wir haben uns nochmal Müsli geholt, Eier. Wir hoffen, das sind Bio-Freiland-Eier. Müssten eigentlich, ne? Ja, müssten. Und dann wollen wir Pizza uns morgen machen und dafür brauchen wir jetzt noch ein paar Zutaten.
gerade so ein bisschen am struggeln, welchen Käse wir nehmen sollten für die Pizza. Das ist ein Veganer und das ist ein originaler. Original. Ja, ein originaler Pizza-Käse. Weil an für sich, ihr wisst ja, ich ernähre mich vegetarisch, aber auch oft sehr, sehr gerne. Einfach auch gerne tatsächlich vegan. Und von daher würde ich gerne den veganen Käse ausprobieren. Den normalen Pizzakäse entschieden. Und wir haben noch etwas sehr, sehr Leckeres gefunden. Tortilla. Ein richtiger Schmackofatz. Überraschung, ich musste irgendwie jetzt sehr an unsere Almans denken. Frikadellen. Ja, auf Deutsch. Ja. Und hier in Schwarz-Rot-Gold. Interessant, ob die in Deutschland produziert werden. Und eine Sache, die ich ein bisschen gewöhnungsbedürftig finde, aber ich will mich hier gar nicht aufregen oder so. Ich bin ja Gast in diesem Land oder wir sind Gäste in Spanien. Aber ich finde, es riecht in den Supermärkten hier immer so intensiv nach Fisch und Fleisch. Ich habe eben gerade schon gesagt, ich bin Vegetarier. Das ist sehr gewöhnungsbedürftig. Weil die haben hier halt echt den Fisch sehr, sehr ausgestellt. Wir haben uns jetzt noch kurz etwas beim Bäcker geholt. Leider habe ich vergessen, wie es heißt. Also, wenn ihr wisst, wie diese Leckerei heißt, dann schreibt das gerne mal in die Kommentare. So, Test. Oder? Tja, sehr lecker. Ich würde sagen, schon eine 8 von 10, 9 von 10. Schmackofatz. Ich weiß zwar nicht genau, wie gut man das erkennen kann, aber es regnet gerade mächtig. Vielleicht sieht man es so. Oder hier. Und dieser Geruch, der ist so schön. Es riecht so ein bisschen, ich finde immer so schwül, glaube ich, nennt man das. Und es riecht echt, ja, sehr, sehr gut. Aber ich glaube, man sieht nicht, dass es regnet, oder? Vielleicht, wenn man so ranzoomt aufs Meer. Ich weiß tatsächlich leider gar nicht, wie hier der Blitz bei der Kamera angeht, gerade wenn man ein Video aufnimmt. Vielleicht geht das auch gar nicht. Jedenfalls schnabulieren wir jetzt Essen und werden das jetzt mal schnabulieren. Ich hoffe, es schmeckt sehr gut oder ich bin mir sehr sicher, es schmeckt gut. Wir haben es jetzt kurz vor 12 und wir werden jetzt schlafen gehen. Ich bin richtig, richtig müde. Ich hoffe, euch hat dieser Vlog gefallen und ich würde mich natürlich riesig über euren Support freuen und damit auch über ein Abo hier auf meinem YouTube-Kanal lasse.halusch. Schreibt gerne mal unten rein in die Kommentare, wie ihr den Vlog fandet und dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video wieder und ich bin sehr gespannt, wann der nächste Vlog vielleicht auch mal wieder online kommen wird. Bis dahin, macht's gut, ciao!